Herzlich willkommen zur Kurzvorstellung des Universum Color Multispiel 4106. Was erwartet uns hier? Es erwartet uns eine Spielkonsole mit Fernbedienung und ein Gewehr, Pistolenanschluss für Treibjagd und Tontaubenschießen. Was ist also drin? Wir drehen die Verpackung einmal um und sehen, die Spiele, die enthalten sind, einmal Tennis, Fußball, Squash, Pilota und weitere Spiele mit Gewehr, Pistole, mit besonderer Bestellnummer, Treibjagd und Tontaubenschießen. Wir sehen, das ist eine klassische Pong-Konsole, also eine Art von Konsolen, wie sie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre den Markt überschwemmt haben. Diese Konsole ist 1981 erschienen. Ja, was es mit dem Tontaubenschießen auf sich hat, das sehen wir hier vorne. Die attraktive Dame zielt voller Inbrunst hier auf einen alten Röhrenfernseher. Aber dazu mehr. Gut, also klassische Pong-Spiele haben wir drauf. Interessante Telespiele, wie es hier heißt. Zur Entspannung. In Farbe auf ihrem Bildschirm. Fesseln für Jung und Alt. So, und hier steht jetzt Tennis, Fußball, Hockey, Squash, Pilota. Hockey ist Quatsch. Das ist ein Schreibfehler. Designfehler. Das Spiel gibt es nicht. Außerdem mit Gewehr, Pistole, Treibjagd und Tontaubenschießen. Vertrieben damals von Quelle unter der Handelsmarke Universum. Ja, also was hier so groß auf der Verpackung drauf ist, nämlich das Gewehr, das ist da gar nicht mit drin. Das muss man extra kaufen. Das sieht man hier hinten. Das zeige ich später. Um das Ganze einzuordnen, es handelt sich hier, weiß Gott, nicht um eine High-End-Konsole seiner Zeit, denn bereits 1977 wurde das Atari VCS vorgestellt mit Spielen wie Pac-Man, Space Invaders und so weiter. Also das hier ist Massenware. Schauen wir einmal in die Anleitung. Hier sind einmal die Funktionen der Konsole kurz erklärt. Die einzelnen Spiele nochmal aufgelistet. Und hier witzigerweise auch das Gewehr abgebildet, das in der Verpackung gar nicht mit drin ist. Nun kann jemand auf die Idee kommen und sagen, Mensch, ich habe auch so eine Konsole, sind die gleichen Spiele drauf. Die heißt aber komplett anders und die sieht auch ganz anders aus. Ja, richtig. Also hier ist auch in der Verpackung ein Schaltplan mit bei. Und hier ist ein Detail, was uns hier interessiert, nämlich hier ist ein AY-3-8500 verbaut. Das ist ein Massenware-Chip, der 1976 veröffentlicht worden und in unzähligen Konsolen verbaut wurde. Das heißt, alle Konsolen mit diesem Chip haben im Grunde die gleichen Spiele drauf. Dann haben wir hier im Schaltplan noch ein Detail, nämlich hier sehen wir einen Lautsprecher. Das heißt, hier kommt der Ton nicht aus dem Fernseher, sondern aus der Konsole selbst. Und wie man hier weiter nochmal sehen kann, wenn man genauer drauf schaut, es gibt auch keinen Ausschalter dafür oder irgendwas, womit man die Lautstärke runterdrehen könnte. Nun gut, gucken wir uns die Konsole selbst einmal an. Hier gibt es einmal zwei Schieberegler von 0 bis 10. Die haben keine elektrische Funktion, die dienen einfach nur dafür, wenn man jetzt sagt, Mensch, lass uns doch mal 5 Partien Squash spielen. Und Spieler links hat die erste Partie gewonnen. Dann kann er hier seinen Spielzähler ein nach oben setzen. Also wie beim klassischen Kickertisch der Torzähler. Mehr ist das nicht. Dann haben wir hier einen Ein-Ausschalter. Dann einen Balleinwurfschalter für automatisch und manuell. Der bewirkt einfach, dass, wenn zum Beispiel beim Tennisspiel der Ball ins Ausgegangen ist, entweder die Einwurftaste gedrückt werden muss, damit ein neues Spiel beginnt, oder aber ob die Konsole automatisch den nächsten Ball gleich einwirft. Dann kann man hier die Flugbahn bestimmen, 40 und 20 Grad Ablenkwinkel und das Balltempo schnell oder langsam. Und für die Freaks kann man auch die Schlägergröße dann auf klein stellen. Dann gibt es einen weiteren Schalter, nämlich Reset. Hiermit wird der Spielstand zurückgestellt. Ja, ansonsten haben wir zwei Controller verbaut. Controller heißt in diesem Sinne also zwei Potentiometer, mit denen ich meinen Schläger hier hoch und runter bewegen kann. Wenn wir jetzt nochmal auf die Verpackung schauen, da stand was von Fernbedienung.
Wo ist die? Naja, man kann das hier anheben. Fernbedienung heißt nicht Funkfernbedienung. Hier ist ein Kabel dran und entsprechend kann ich dann mich etwas weiter vom Bildschirm entfernen mit dem Gerät. Das Kabel hat etwa eine Länge von 1,50 Meter. Muss dann irgendwann wieder umständlich hereingeprokelt werden. Das wird hier verriegelt und dann ist es wieder schick. Ja, schick im Allgemeinen, das ist alles Geschmackssache. Also ich finde die Konsole, auch wenn es Massenware ist, ist sie eigentlich vom Design ganz nett. Wir drehen mal die Rückseite um. So, was sehen wir hier? Zwei Möglichkeiten, einen Kanal einzustellen, also sprich, und auf welcher Frequenz das ganze Bild hier auf dem Bildschirm dargestellt wird. Dann haben wir ein Batteriefach. Ich mach das mal auf. So, da kommen also 6 Babyzellen rein. Macht summa summarum 9 Volt. Man kann das Ganze auch mit einem Netzteil betreiben. Da sind die Spezifikationen hier aufgeführt. Gleichstrom, 9 Volt, 0,1 Ampere. Das heißt, die Stromaufnahme ist hier wirklich sehr gering. Die Batterien werden eine Weile halten. Wir gucken auf die Rückseite. Hier ist dann dieser ominöse Anschluss für das Gewehr. Und dann haben wir hier entsprechend einen Klinkenstecker, eine Klinkensteckerbuchse für die 9 Volt, wenn man das jetzt, wie wir das nachher machen, mit dem externen Netzteil betreiben will. Hier Vorsicht auf die Polung achten, aus Haftungsgründen sage ich jetzt bewusst im Video nicht, wo Plus und wo Minus rangehört. Okay, was haben wir noch? Ach, natürlich den Spielwahlschalter. Also hier kann man im Grunde auswählen zwischen Pilota, Squash, Fußball, Tennis, Schießen 1, Schießen 2. Alles mechanisch gemacht. Das ist die Konsole. So, dann gibt es als Zubehör dieses wunderschöne Electronic-Gewehr, Schrägstrich-Pistole für TV-Multispiele, Tontaubenschießen und Treibjagd. Und für TV-Multispiele, hier steht auch nichts von Color Telespiel 4106, weil wie gesagt, dieser Chip, der in der Konsole drin ist, er wurde in unzähligen Konsolen verbaut und entsprechend passt das Ding hier natürlich auch bei den anderen Konsolen. Wir machen das mal eben auf. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier also einen Pistolengriff mit einem Kabel, das entsprechend lang genug ist. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, ich glaube, es sind fast 3 Meter, die man damit vom Bildschirm weg kann. Und das funktioniert auch. Hier vorne ist eine Fotozelle drin, die dann nachher auf dem Fernseher entsprechend das Ziel anhand der Helligkeit misst. Wird dann hier das Rohr vorne draufgeschraubt und dann haben wir eine Pistole. Dann gibt es da noch die größere Variante. Wir brauchen jetzt hier dieses Teil. Jetzt mal kurz schauen. Einmal auseinanderschrauben. Hier entsprechend ran. Wird hinten verschraubt. So, sieht schon aus wie ein Gewehr. Dann brauchen wir das größere Rohr dazu. Na, das hat ja funktioniert. Gleich nochmal vernünftig verschrauben. So, das kommt dann hier rein. Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen fummelig hier hinten, deswegen. So. Jetzt haben wir hier entsprechend das Gewehr. Um das mal einzuschätzen, kleiner Zollstock daneben, das hat eine Länge ungefähr von, na, was haben wir hier,
80 cm. Also ist nicht gerade klein. Das heißt, wenn man wie in den Anfang der 80er Jahre als Kind zu Hause in einer kleinen Butze gewohnt hat, empfiehlt sich eher die Pistole als das Gewehr. Ja, nun wäre es an der Zeit, die Konsole kurz anzutesten. Dafür brauchen wir übrigens einen Fernseher, der noch so einen HF-Eingang hat. Ja, also nix Skart, nix Shinsh. Hier ist Oldschool angesagt. Ja, schalten wir die Konsole einmal an. Das ist das erste Spiel, Pelota. Wir kontrollieren unseren Schläger hier entsprechend mit diesem Controller. Der hat ein bisschen Spiel, dadurch wirkt das Ganze etwas träge, also anders als die Paddle-Controller, wie man sie von Atari oder Commodore kennt. Aber es funktioniert ganz gut. Ich drücke jetzt mal die Einwurftaste und wir sehen, das ist mega spannend. Wir können hier die Schlägergröße mit dem Einschalter verändern. Ja, kann ich hier nochmal zeigen. Und wir können hier auch die Ballgeschwindigkeit verändern. Und wie gesagt, dieser Ton, den wir hier hören, den kann man weder abschalten noch leiser drehen, weil entsprechend hier kein Schalter oder kein Potentiometer oder irgendwas dafür da ist. Ja. Nehmen wir das nächste Spiel. Das ist dann jetzt Squash. Squash ist im Grunde wie das Spiel davor auch, nur dass wir es mit zwei Spielern spielen. Und der linke hier, der schlägt zuerst und der zweite danach. Man kann nicht zweimal nebeneinander nacheinander schlagen, das kann ich gleich nochmal zeigen. Geht nicht, wie Squash eben so ist. Dann drücken wir das hier mal ein weiter. Dann haben wir das Spiel Fußball, ja, mit viel Fantasie. Also haben wir einen Torwart und haben wir einen Stürmer. Und dann ist es im Grunde das Gleiche. Ich drücke hier auf Einwurf. Ich mache die mal ein bisschen auseinander, die Schläger. Achso, man merkt jetzt auch, es gibt keinen Computergegner oder so. Ne? Das ist eine reine Zwei-Spieler-Konsole mit Ausnahme des ersten Spiels hier. Wenn man keine Freunde hat, dann kann man das hier spielen. Obwohl, stimmt nicht. Also, wenn man keine Freunde hat, nehmen wir dieses Tennisspiel hier. Ja, das kann man natürlich auch wunderbar alleine spielen. Geht total gut. Aber wenn man keine Freunde hat und nur einen Arm, also dann ist das im Grunde hier das Spiel. An dem man sich dann vergnügen kann. Ja, das waren jetzt im Grunde schon die ganzen Spiele, die so Pong-artig aufgebaut sind. Also einmal nochmal Pelota, Squash, Fußball. Hier schon was von Hockey, ne? Also mit viel Fantasie kann das natürlich auch Hockey sein. Und ja, das klassische Pong, das Tennis. Punktestand, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wenn ich diesen Schieberegler hier schiebe, egal welches Spiel das ist, der Punktestand bleibt immer gleich. Dafür immer die Taste hier zum Resetten. Also der Schaltkreis ist hier relativ einfach gestrickt. Ich gehe nochmal hier auf Tennis. Wir starten das nochmal kurz. Einwurf. So, nun ist er aus und passiert nichts. Wenn ich jetzt diesen automatischen Balleinwurf einschalte, ja, dann sieht man, es wird hektischer, also es geht sofort weiter. Gut, das sind die Pong-Spiele. Dann haben wir hier noch zur Erklärung die Spiele fürs Gewehr. Das ist einmal das sogenannte Tontaubenschießen. Ich stelle das mal auf 0. So ist der normale Spielmodus, das heißt, es gibt auch keine Punktanzeige, weil auch in der Anleitung steht, sämtliche anderen Leuchtflecke, Reflexionen im Bildschirm und so weiter und so fort können entsprechend das Schussergebnis beeinflussen. Also habe ich hier einmal dieses Spiel, wo ich Tontauben mit dem Gewehr abschießen muss und Treibjagd, muss ich hier wieder die Anzeige wegdrücken, Treibjagd ist dann ganz innovativ. Dieses Spiel hier. Und das probieren wir gleich mal aus. So, ich denke, wir haben uns satt gesehen an den Pong-Spielen.
die, wie gesagt, in sämtlichen Konsolen mit dem gleichen Chip die gleichen sind. Wir möchten jetzt einmal schießen. Das war auch bei allen Konsolen das Gleiche, aber ich glaube, das ist noch mit das Interessanteste. Dafür stellen wir das Spiel einmal um, drücken einmal auf Start, dass die Anzeige verschwindet. Und jetzt ist halt die Aufgabe, mit diesem Gewehr diesen Punkt zu treffen. Wenn ich das geschafft habe, hat man eben gehört, kommt zum Piepen. Wenn ich daneben schieße, mal jetzt mal absichtlich, kommt gar nichts. Ja? So, das Ziel nochmal. Treffer, vorbei, 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 vorbei. Treffer. So, und jetzt habe ich meine 15 Schuss verbraucht. Und auf der Anzeige kann man sehen, 15 Mal habe ich geschossen, 3 Mal habe ich getroffen. Ja, und auch das kann man entsprechend wieder einstellen, dass es ein bisschen schneller geht, ein bisschen schwieriger wird. Interessanter ist auch das Tontaubenschießen. Das ist etwas schwerer, weil hier der Punkt eigentlich nur ganz kurz auf dem Bildschirm ist. Wir können das mal probieren. Probiere das mal aus. Es ist sehr schnell. So, Treffer. 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 Egal. Das kann man auf jeden Fall auch, wie gesagt, 3 Meter vom Bildschirm aus spielen. Von daher ist es eigentlich von den ganzen Sachen, die wir hier auf der Konsole gesehen haben, so mit die spaßigste. Ja, ich denke, damit ist alles zu dieser Konsole gesagt. Es ist, wie gesagt, eine Massenware, eine ganz einfache Konsole. Aber ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, sich das mal anzuschauen.